Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Entkommunalisierung der Daseinsfürsorge ist in den letzten Jahren viel zu weit gegangen. Der Privatisierungswahn griff um sich. Alles musste der freien Wirtschaft übergeben werden, weil die alles viel besser kann als der Staat, wenn sie nicht gerade durch milliardenschwere Rettungspakete vor der Spekulationspleite bewahrt werden musste. Als diese Bewegung einsetzte und immer mehr kommunale Wasserwerke, Stromversorger, Entsorgungsbetriebe und Ähnliches in private Hände übergingen, war jedem einigermaßen nüchtern denkenden Beobachter klar, wohin das führen musste. Die Privaten würden sich, wenn sie konnten, die profitablen kommunalen Betriebe schnappen. Die Defizitären dürften die Gemeinden behalten. Und in den übernommenen Einrichtungen würden die Investitionen sinken, während sich die Gebühren erhöhten und die Gewinne der Privaten und für den Bürger alles teurer würde. So ist es in den meisten Fällen auch gekommen. Ein FDP-Traum wurde wahr. Weshalb jetzt mit Recht eine Gegenbewegung in Richtung Rekommunalisierung in Fahrt gekommen ist. Die Hansestadt Rostock hat in einer Stellungnahme zu ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit alles Nötige gesagt. Sie sagte, alles, was der Grundversorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen dient, muss auch staatlich betrieben werden. Die Alternative kann man in Großbritannien besichtigen, wo Profitgeier große Teile des öffentlichen Verkehrs und Gesundheitswesens und weite Bereiche der Infrastruktur ausgeschlachtet und ruiniert haben. Genauso wenig wie die Kommunen auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge Boden preisgeben sollten, genauso wenig sollten sie sich natürlich mutwillig auf wirtschaftliche Gebiete ausdehnen, die mit Daseinsfürsorge nichts zu tun haben. Die Gefahr besteht im Augenblick aber konkret nicht. Sie bestünde höchstens dann, wenn, wie Herr Sarrazin das will, alle Empfänger von Arbeitslosengeld II zur Arbeit gezwungen würden. Das hätte dann in der Tat einen gigantisch aufgeblähten öffentlichen Beschäftigungssektor zur Folge, der weite Teile der Privatwirtschaft erdrücken würde, es sei denn, man ließe die Leute Löcher graben und wieder zuschütten. Solange so etwas oder so etwas Ähnliches nicht in Angriff genommen wird, besteht kein Grund, die Kommunalverfassung in der Art und Weise zu ändern, wie die FDP das will. Die meisten Kommunen sind froh, dass sie sich überhaupt recht und schlecht über Wasser halten können. Schon mangels Geld und Personal sehe ich die Gefahr nicht, dass sich irgendeine Kommune durch gigantische Aktivitäten plötzlich zu einer Gefahr für die Privatwirtschaft aufschwingen könnte. In diesem Land geht beides parallel den Bach runter, Privatwirtschaft und Kommunen. Das ist das Problem und nicht, dass die Hansestadt Wismar Stadtrundfahrten veranstaltet. Im Vordergrund steht das Allgemeinwohl. Und wenn das Allgemeinwohl es erfordert, dass eine neue Straße irgendwo gebaut wird, dann hat der private Betreiber einer Gaststätte an der alten Straße eben Pech gehabt. Dann hat sich sein Unternehmerrisiko verwirklicht. Denn das ist mit Unternehmertum auch verbunden, Risiko. Es gibt keine verbeamteten Unternehmer. Und wenn es öffentliche Zwecke erfordern, dass eine Stadt privatwirtschaftlich tätig wird, auch um Geld zu verdienen, weil sie sonst vielleicht pleite geht und ihre Aufgaben nicht erfüllen kann, dann geht das Allgemeinwohl eben vor und die Privatwirtschaft muss zurückstehen. Dass eine Kommune das mutwillig macht, wage ich übrigens zu bezweifeln. Es wäre ein Nullsummenspiel, einerseits mehr Geld zu verdienen und andererseits steuerzahlende Betriebe aus dem Markt zu drücken. Das wird eine Kommune nur dann machen, wenn es gar nicht anders geht. Und dann ist es auch notwendig. Vielen Dank. Thank you.